So, meine lieben Freunde, wie versprochen, gestern die Roomtour, heute das PC-Vorstellvideo. Wir gehen direkt rein, Leute, mit diesem geilen PC. Also, let's go. So, meine lieben Freunde, das ist einmal der PC. Ihr seht schon, für die Kenner, das ist auf jeden Fall ein dickes Ding. Und zwar das dickste, was es so aktuell auf dem Markt gibt. Wir haben hier nämlich einmal das größte PC-Monitorgehäuse, was es ja aktuell so zu kaufen gibt. Also wir haben hier das 1000D von Corsair. Generell, ich bin ein Asus Corsair-Fan. Ja, das war's eigentlich. Und Nvidia und Intel. Also das sind eigentlich so die Marken, womit ich am liebsten so zusammen kooperiere. Schreibt auf jeden Fall rein, dass die mich sponsern sollen. Und dann gehen wir jetzt schon ins komplett Fachliche. Also wir haben hier einmal insgesamt ein Gehäuse von Wert 400 Euro. Ich werde euch am Ende da mal sagen, wie viel der gekostet hat. Ich werde das jetzt noch nicht sagen. Ihr seht es auf jeden Fall. Ihr seht es schon im Titel. Also der PC hat einen Gesamtwert von um die 7000. 6500, 7000. Irgendwo dazwischen hat er sich eingepegelt. Weil hier ist halt sehr viel Stuff drin. Es könnte sogar über 7 sein. Aber gehen wir mal rein. So Leute, wir fangen von rechts nach links an. Wir haben erst einmal hier in der Front so riesen, ihr seht, wie groß die sind. Die sind so groß wie mein Unterarm, Leute. Also das ist auf jeden Fall, also wie mein gesamter Arm mit Handlänge. Das sind 480 mm in der dicken Version. Radiatoren, davon habe ich gleich zwei. Man sieht, da sind zwei Stück. Die haben jeweils 8 Lüfter. Also haben wir insgesamt 16 Lüfter nur in der Front drin. 16 Lüfter sind in der Front drin. Die sind dafür da, halt generell hier das Wasser drin zu kühlen. Hier oben haben wir noch einen Radiator und beim nächsten Mal mache ich auch da hinten einen Radiator rein. Das Kühlsystem ist eigentlich so aufgebaut, dass hier dann die Hauptpumpe ist. Da ist die CPU und die Grafikkarte ist auch auf Kühlung umgebaut, auf Wasserkühlung. Und ich habe noch hinten drin im, also hier, das ist ja eigentlich ein Gehäuse, kannst du zwei PCs reinmachen. Das ist so, dass ich hinten noch so einen kleinen Schlauch habe, der abgeht. Ich glaube, das ist der hier sogar. Der ist dafür da, dass wenn ich mal irgendwann mal die Wasserkühlung leeren möchte, dass ich dann das tun kann. Ja, Leute, Wasserkühlung mit den ganzen Lüftern um die 2 bis 2,5 irgendwie so in dem Dreh. Das hat auf jeden Fall viel Geld gekostet, weil die Adapter kosten Geld. Dieses Umbaukit hier kostet 200 Euro, 150 Euro, irgendwie sowas. Ich glaube sogar 200. Hier das Ding 70er, also relativ teuer. Dann, meine lieben Freunde, haben wir unten, wir arbeiten jetzt von unten nach oben. Hier unten haben wir einmal das Asus ROG Tor mit 1000 oder 1200 Watt. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viel Watt das hat. Auf jeden Fall haben wir vorne eine OLED-LED-Anzeige dran. Generell RGB, überall RGB, ihr kennt mich. Dann haben wir hier eine Soundkarte drin von Blaster X, die AE5 Plus. Und dann haben wir hier noch die Elgato, ja, keine Ahnung, 4K, keine Ahnung, irgendwas. Also die krasseste Elgato, die man aktuell so kaufen kann. Und dann haben wir hier das Herzstück eigentlich so. Also die CPU ist gar nicht so wichtig, finde ich. Es ist eher die Grafikkarte, die hier komplett reingeht. Es ist natürlich die 4090. Das Ding ist der Hammer, Leute. Die 4090 ist Löwe. Einfach nur Löwe. Zusammen arbeitet die aktuell noch mit dem 13900K von Intel, also der i9. Ich habe den 14900K nicht für nötig empfunden. Das ist ja wirklich 2% Unterschied. Also deswegen 15900 wird dann der nächste wieder. Und dann konnte ich auch mein Board behalten, weil ich habe das Asus Z690 Hero. Ich weiß den Namen ganz genau, weil ich letztens das BIOS geupdatet habe. Also das ist ganz easy. So, das Neueste am PC übrigens ist hier der RAM. Hier, das sind 2 neue Gigabyte Kits und zwar von Corsair. Die haben insgesamt 96 Gigabyte, 6600 Megahertz, also auch das Beste vom Besten so mäßig. Und ja, ich würde sagen, das waren hier unten 250, 100, 150 für die Dinger, dann nochmal 2 für die Grafikkarte. Die CPU hat, boah, ich weiß nicht, die CPU 800, 700 so. Die Dinger haben 500 gekostet und das Mainboard auch so um die 500. Und ja, Leute, das ist eigentlich schon die ganze Magie hier hinter. Wir haben hier natürlich ganz viel Arbeit drin. Hinten Kabelmanagement ist nicht so dolle, deswegen steht das auch Gott sei Dank an der Wand. Aber der PC ist wirklich, ich sag euch, wie es ist, ich bin sehr zufrieden damit, weil ihr seht, wir haben hier ein riesengroßes Gehäuse drin und hier drin ist es auch wirklich lauwarm. Also es ist wirklich nicht turbowarm, auch wenn da hier lange gezockt wird. Ich muss aber mal hier nachfüllen, sehe ich gerade. Das ist wirklich perfekt, weil ich habe so oft Sessions, die 12 Stunden gehen oder so und dann würde ein normaler PC einfach manchmal viel zu warm werden, vor allem wenn das Zimmer warm ist.
Ach so, Leute, ich habe auch noch zwei M.2 SSDs von Corsair. Die haben insgesamt, glaube ich, 3 Terabyte zusammen. Also der eine zwei, die eine hat 1 Terabyte und die sind einfach nur dafür da, damit ich meine Videos und mein Betriebssystem und alles drauf habe. Da werde ich irgendwann mal eine dazu stecken, aber jetzt noch nicht. So, meine lieben Freunde, ich habe euch gestern gezeigt, wie mein Zimmer aussieht, heute gezeigt, wie mein PC so komplett ist. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also Leute, das war mal so ein kleiner Einblick. Wir sind ja jetzt mittlerweile fast 1000 Leute. Also Leute, ich hoffe, ihr lasst alle ein Abo da. Vielleicht haben wir es ja jetzt schon geschafft. Ich produziere die Videos heute am 22. Und das Video hier kommt am 24. Deswegen, ich bin sehr gespannt, Leute. Geht auf jeden Fall rein, Leute. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Und dann sehen wir uns im Livestream oder im nächsten Video. Bis dahin, Leute. Peace.